Ja, schönen guten Abend, hallo an alle. Einige werden mich jetzt ein bisschen besser kennen. Ja, ich muss vorab ausholen und dann komme ich auf dieses Kommentar da oben. Erstmal nett, dass du mir das geschickt hast. Und ja, ich bin total geflasht, was hier gerade passiert. Ja, ich habe hier ja ein Video hochgeladen. Das Statement, wie ich über diesen netten Herrn Drachenlord denke, und hätte niemals da gerechnet, dass dieses Video so Kreise zieht, aber im positiven Sinne. Und zu deinem Kommentar, also da möchte ich erstmal drauf eingehen. Also ich möchte definitiv nicht, und gleichzeitig möchte ich mich nochmal ausdrücklich bedanken an jeden einzelnen von euch, der sich da wirklich die Mühe gemacht hat und an dieses Kinderhospiz in Oldenburg eine kleine Spende geschickt hat. Mega großen Respekt habt ihr von mir, definitiv jeder einzelne von euch. Und ich hoffe, die betreffenden Leute, die da gespendet haben, sehen das auch alle. Ja, ihr könnt das gerne auch weiterteilen, auch in diese Gruppe in Telegram teilen. Ja, da würde ich mich sehr freuen drüber. Also mega großen Dank. Also ich bin wirklich geflasht. Ich habe Pipi in meinen Augen. Also ich habe Gänsehaut am ganzen Körper, weil ich mit sowas gar nicht gerechnet habe. Also zu dir nochmal zu kommen. Dankeschön, dass du mir helfen möchtest. Und du bist nur eine von ganz vielen, die mir solche Nachrichten schickt. Nochmal ausdrücklich nein. Dankeschön. Und ihr habt mir schon damit geholfen, mit dem, was hier gerade passiert. Und mit den ganz vielen Spenden an dieses Hospiz, da helft ihr viel, viel mehr, muss ich euch wirklich sagen, weil da sind Kinder, Leute drin, die brauchen das noch viel nötiger als ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, danke schön für das ganze Feedback, danke für die netten, vielen Kommentare unter diesem Video und danke für die tollen Reaktionen von euch, danke für das Weiterleiten und kommentieren. Danke für die Likes, die darauf gekommen sind. Und da möchte ich noch, ich habe nicht mehr viel Zeit, dir, Rainer, wie du heißt, also Drachenlord, wenn du mich hörst, ja, und ich hoffe, du siehst dieses Video und auch diese anderen zwei Videos auf meinem Kanal. Und ich hoffe nochmal und ich sage dir nochmal, tu dir das mal beherzigen, was ich dir eigentlich damit sagen wollte. Und ich hoffe, ja, dass du da an deiner Lebenssituation was ändern kannst und aufhörst, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. In diesem Sinne, einen schönen Abend euch alle noch und ja, ihr seid nett und lieb. Dankeschön.